Star Wars gibt es schon seit Jahrzehnten und so ist es eine traurige, aber unvermeidliche Tatsache, dass viele der Schauspieler, die in der weit, weit entfernten Galaxie mitgewirkt haben, nicht mehr unter uns weilen. Hier sind ein paar Gesichter aus dem Franchise, von denen ihr vielleicht nicht wusstet, dass sie verstorben sind. Admiral Akbar hatte in der ursprünglichen Star Wars Trilogie eine ziemlich kleine Rolle. Er tauchte nur kurz in Die Rückkehr der Jedi-Ritter auf, dennoch wurde die Figur durch ihren Auftritt zu einem festen Fanliebling, ebenso wie der ikonische Satz, der inzwischen zur Legende der Popkultur geworden ist. Natürlich trauerten die Fans von Star Wars um Akbars Synchronsprecher Eric Bauersfeld, der 2016 im Alter von 93 Jahren verstarb. Interessanterweise behauptete Bauersfeld einmal, dass er seine Filmrollen als eine Nebenkarriere betrachtete, in die er zufällig hineingestolpert war. Im Gegensatz zu seiner solideren Arbeit als Radioproduzent. Er schrieb einmal: Die Arbeit als Synchronsprecher in Filmen war ein Zufallstreffer. Ich arbeitete mit Randy Tom an Hörspielen in seiner technischen Abteilung bei Lucasfilm. Eines Tages kam Ben Burtt, der Sounddesigner von Star Wars, vorbei und fragte, ob ich für eine Stimme im Film vorsprechen würde. Bauersfeld verkörperte auch Bib Fortuna, einen der Partner von Jabba the Hutt, und er kehrte in die Rolle des Admiral Akbar in Das Erwachen der Macht zurück, der nur wenige Monate vor seinem Tod veröffentlicht wurde. Da er in der ersten Stunde des Films stirbt, kann Onkel Owen als seine ziemlich unbedeutende Star Wars-Figur im großen Rahmen betrachtet werden, aber sein Tod ist der wichtigste Aufruf zu den Waffen, der Luke Skywalker auf seine Heldenreise schickt. Auf eine seltsame Art und Weise ist Owen also eine der wichtigsten Figuren des Films, was den Schauspieler Phil Brown zu einem der Hauptakteure der Geschichte macht. Leider ist Brown 2006 im Alter von 89 Jahren verstorben. Obwohl er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu Star Wars bereits sehr bekannt war, hatte er als Schauspieler mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. In den 1950er Jahren wurde Brown in die Kommunistenprozesse von Senator Joseph McCarthy verwickelt und kam sogar auf die schwarze Liste, weil er sich weigerte, den Forderungen des House Un-American Activities Committee nachzukommen, Kommunisten in Hollywood zu benennen. Er leugnete zwar selbst, Kommunist zu sein, war aber dennoch gezwungen, nach London zu ziehen, um dort weiter zu schauspielern. Zufälligerweise drehte George Lucas zur gleichen Zeit in London und brauchte einen lokalen Schauspieler mit amerikanischem Akzent, also holte er Brown an Bord. Wenig später war Brown mit Lucas in Tunesien, um die ersten Szenen von Eine neue Hoffnung auf Tatooine zu drehen. Sheila Fraser, eine starke englische Schauspielerin, starb im Jahr 2000 im Alter von 79 Jahren. Sie hatte eine kleine, aber denkwürdige Rolle in Eine neue Hoffnung gespielt, nämlich die von Lukes Tante Beru. Die Figur stirbt früh in der Geschichte, so dass Fraser nicht viel zum Film beitragen konnte, aber genau wie Lars spornt Berus Tod Luke zum Handeln an und treibt seinen Charakterbogen durch einen Großteil der Trilogie. Und auch wenn sie in Star Wars nur eine kleine Rolle spielt, sind manche der Meinung, dass sie indirekt dafür verantwortlich ist, dass Luke zu dem Helden wurde, der er ist. Auf einer Veranstaltung der New Yorker Comic-Con argumentierte die Autorin Meg Cabot, dass Tante Berus Freundlichkeit und Fürsorge für Luke ihm geholfen hat, die dunkle Seite zu überwinden und das Imperium zu besiegen. Sie half ihm auch, das Mitgefühl zu finden, um das Gute in Darth Vader zu sehen, ohne dass er Imperator Palpatine niemals hätte aufhalten können. Also, ja, gute Arbeit, Tante Beru. Drewy Henley trat in der Star Wars Franchise als Red Leader auf, der Pilot, der Lukes Geschwader beim Angriff auf den Todesstern auf dem Höhepunkt von Eine neue Hoffnung anführte. Leider wurde er am Ende des Films versehentlich als Drewy Henley gutgeschrieben, aber immerhin hat er es geschafft, dank der Macht des Archivmaterials einen postmortalen Auftritt in Rogue One hinzukriegen. Im ersten Film zerstört der rote Anführer beinahe den Todesstern. Er schießt seine Torpedos auf die Auslassöffnung, aber sein Ziel ist nicht ganz richtig. Nicht lange nach seinem Fehlschuss wird sein Schiff zerstört und der arme Kerl kommt dabei ums Leben. Henley war ein angesehener Schauspieler, als er in Eine neue Hoffnung mitspielte, musste sich aber kurz nach der Veröffentlichung des Films wegen seiner bipolaren Störung zurückziehen. Nachdem er seine psychische Erkrankung überwunden hatte, ließ er sich nieder, um mit seiner Frau eine Frühstückspension zu betreiben. Henley starb 2016 im Alter von 75 Jahren. Anakin Skywalker wurde in der Star Wars Franchise von mehreren Schauspielern gespielt, aber als sein entstelltes, müdes Gesicht in Star Wars Die Rückkehr der Jedi-Ritter gezeigt wird, ist es der klassisch ausgebildete Schauspieler Sebastian Shaw, der die Rolle spielt. Er verkörperte auch Anakins Machtgeist am Ende der Originalversion von Die Rückkehr der Jedi-Ritter
bevor er in den nachfolgenden Filmen durch Hayden Christensen ersetzt wurde. Shaw war außerhalb der Star Wars Fangemeinde vor allem als Bühnenschauspieler bekannt. Er war Mitglied der Royal Shakespeare Community, wo er oft Haupt- oder Nebenrollen spielte. Er war auch ein Broadway-Veteran und dafür bekannt, Rollen in gewagten und kontroversen Stücken zu übernehmen. Lucas' Entscheidung, Shaw in Die Rückkehr der Jedi-Ritter digital durch Christensen zu ersetzen, löste damals einige Kontroversen aus, aber Star Wars-Fans werden die Enthüllung des Gesichts von Darth Vader nie vergessen. Shaw verstarb 1994 im Alter von 89 Jahren. Jason Wingreen ist zwar nicht persönlich in den Star Wars-Filmen aufgetreten, aber seine Stimme erweckte einen der kultigsten Bösewichte der Saga zum Leben. Wingreen war die Originalstimme von Boba Fett, dem intergalaktischen Kopfgeldjäger, der Han Solo in Das Imperium schlägt zurück aufspürt. Wingreen war ein bekannter Fernsehschauspieler, als er für Star Wars vorsprach, da er in den 60er, 70er und 80er Jahren in einer Reihe verschiedener Serien mitgewirkt hatte. Ursprünglich hatte er für die Rolle des Yoda vorgesprochen, aber er verlor die Rolle und wurde stattdessen als Boba Fett besetzt und nahm nur 4 Zeilen für den endgültigen Film auf. Er wurde nicht einmal erwähnt und erst im Jahr 2000 erfuhr die Öffentlichkeit, wer den Bösewicht gesprochen hatte. Dennoch ist es ein Beweis für Wingreens Talent, dass Boba Fett dennoch zu einer so beliebten Figur wurde. Wingreen verstarb 2016 im Alter von 95 Jahren. Vielleicht haben Sie Kenny Bakers Gesicht noch nie gesehen oder seine Stimme in einem Star Wars Film gehört, aber Sie kennen ihn bestimmt trotzdem. In den meisten Filmen der Reihe verkörperte er eine der kultigsten Figuren der Science Fiction, R2-D2. R2-D2 war keine Puppe oder Animatronic wie so viele andere Kreaturen im Star Wars Universum. Stattdessen steckte ein Schauspieler in diesem Droiden. Baker war nur 1,80 Meter groß, sodass er in das für die Dreharbeiten verwendete Chassis passte, und er war für die Entwicklung eines Großteils der Persönlichkeit von R2-D2 verantwortlich. Als Baker im Jahr 2016 im Alter von 81 Jahren verstarb, schrieb StarWars.com, ob es die langsame Drehung von R2s Kuppel war, um Misstrauen zu vermitteln, oder das nervöse Wackeln, das Angst signalisierte. Baker ließ Roboterwesen sehr menschlich erscheinen. Baker spielte den Droiden in allen 3 Originalfilmen und 2 Prequels, aber auch einen Ewok in Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Peter Cushing war ein großer Star, als er als Grand Moff Tarkin in Eine neue Hoffnung besetzt wurde. Er verlieh dem Film eine unmittelbare Ernsthaftigkeit, indem er Bedrohung und Ruhe ausstrahlte und irgendwie genauso einschüchternd wirkte wie Darth Vader selbst. Charming to the last. Bevor er in Eine neue Hoffnung auftrat, war Cushing eine Ikone des Horrorkinos. Er spielte in vielen Dracula- und Frankenstein-Filmen der 50er und 60er Jahre mit und verkörperte auch Sherlock Holmes in einigen Verfilmungen. Nach einer langen und glanzvollen Karriere verstarb Cushing 1994 im Alter von 81 Jahren. Trotzdem hat er seine Rolle als Tarkin in Rogue One noch einmal gespielt, obwohl der Film mehr als 20 Jahre nach seinem Tod herauskam. Cushing wurde in dem Film mit modernster CGI-Technik nachgebildet und konnte dabei fast aus dem unheimlichen Tal herauskommen. Beinahe. Obwohl Obi-Wan Kenobi in Eine neue Hoffnung starb, tauchte Alec Guinness dank der Macht in den anderen Filmen der ursprünglichen Trilogie auf. Seine Besetzung verlieh dem Originalfilm eine gewisse Glaubwürdigkeit, aber er hielt die Geschichte auch für, in seinen Worten, märchenhaften Unsinn. Guinness war ein sehr berühmter Schauspieler, als er für George Lucas Weltraumtrooper unterschrieb. Er hatte einen Oscar für Die Brücke am Kwai gewonnen und in Klassikern wie Lawrence von Arabien und Dr. Zhivago mitgespielt. Und während viele der Hauptdarsteller in Star Wars heute große Namen sind, waren sie es damals noch nicht, so dass Guinness 1977 bei weitem der größte Star des Films war. Aber warum machte er bei dem Projekt mit, wenn er das Material hasste? Nun, dafür gab es mehrere Gründe. Erstens hielt er die Moral der Geschichte für bewundernswert genug. Zweitens hätte er keine Werbung für den Film machen müssen. Und drittens bot ihm das Studio ein hohes Gehalt an. Natürlich ignorierte er jede Fanpost, die er über Star Wars erhielt, und er hasste es, über seine neue Rolle als Obi-Wan zu sprechen. Sir Alec Guinness verstarb im Jahr 2000 im Alter von 86 Jahren. Christopher Lee ist einer der produktivsten Schauspieler der Star Wars Franchise und hat im Laufe seiner Karriere über 250 Rollen gespielt. Lee ist einer der Götter des Geek-Daseins und hat in mehreren der bekanntesten Hollywood-Franchises mitgewirkt. Hier verkörperte er Count Dooku in 2 der Prequel-Filme Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith.
Lee wurde durch seine zahlreichen Auftritte in der Hammer-Horror-Dracula-Reihe zum Star, wo er witzigerweise häufig mit einem anderen Star-Wars-Absolventen zusammenarbeitete, Peter Cushing. Lees imposante Gestalt und seine beherrschende Stimme machten ihn zum idealen Darsteller des Bösewichts, was ihm bei seiner wohl größten Filmrolle aller Zeiten sehr half, der Rolle des Saruman in Der Herr der Ringe. Christopher Lee war ein Mann mit vielen Talenten, der in den 80er und 90er Jahren auch eine Reihe von Heavy-Metal-Alben veröffentlichte. Außerdem wurde er zum Ritter geschlagen, diente im Zweiten Weltkrieg als Mitglied der RAF und gehörte der Long Range Desert Group der britischen Armee an, dem Vorläufer der heutigen SAS. Er verstarb 2015 im Alter von 93 Jahren. Obwohl Peter Mayhew in Star Wars nie sein Gesicht auf der Leinwand gezeigt hat, wurde er schnell zu einer der ikonischsten Figuren der Saga. Seine Darbietung als Chewbacca trug dazu bei, einer Figur ein Gefühl von echter Menschlichkeit zu verleihen, bei der viele andere Schauspieler leicht hinter der Maske hätten verschwinden können. Laugh it up, Fuzzball. Mayhew war Krankenpfleger, als er für die Rolle des Chewbacca vorsprach, und behielt diesen Job sogar bis nach der Veröffentlichung von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der 1,80 Meter große Schauspieler lebte dann im Wesentlichen für den Rest seines Lebens von der Rolle und besuchte jahrzehntelang als Publikumsliebling Conventions. Schließlich spielte er die Rolle in Das Erwachen der Macht von 2015 erneut. Fast jeder, der mit Mayhew an der Star Wars Franchise gearbeitet hat, hatte nur Gutes über ihn zu sagen. Nach seinem Tod im April 2019 schrieb Mark Hamill auf Twitter: „Er war der sanfteste aller Giganten. Ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen, der mich immer zum Lächeln gebracht hat und ein treuer Freund, den ich sehr geliebt habe. Ich bin dankbar für die Erinnerungen, die wir geteilt haben, und ich bin ein besserer Mensch, weil ich ihn gekannt habe." Peter Diamond war eher ein Stuntman und Koordinator als ein Schauspieler. Auf seiner IMDb-Seite sind fast 250 Rollen in der Kategorie Stunts aufgeführt. Er hatte jedoch eine Vielzahl kleinerer Rollen in der ursprünglichen Star Wars-Trilogie und hatte großen Einfluss auf mehrere denkwürdige Szenen. Zu den Star Wars-Rollen, die Diamond übernahm, gehören Ahkoba, der Taskenräuber, der Luke Skywalker angreift, und Garrowth LaFoe, der Luke und Obi-Wan an die Sturmtruppen in der Kantina von Mos Eisley verrät. Außerdem trat er in der Trilogie in verschiedenen behelmten oder im Hintergrund agierenden Figuren auf, wobei diese Rollen oft gefährliche Stunts erforderten. Einen weiteren Beitrag zur ursprünglichen Trilogie leistete er als Stunt-Koordinator. Er schuf zwei verschiedene Stile des Lichtschwertkampfes, die von den Sith und Jedi in den Filmen verwendet werden. Diamond verstarb im März 2004 im Alter von 74 Jahren. Laut dem Abspann von Das Imperium schlägt zurück spielte John Hollis Landos Helfer, da er im Film keinen Namen trägt. Viele Star Wars-Fans kennen ihn jedoch als Lobot, den Cyborg, der Lando Calrissian hilft, sich gegen die Sturmtruppen zu wehren, damit die Helden aus Cloud City entkommen können. Einigen tieferen Star Wars-Überlieferungen zufolge nutzte Lobot seine kybernetischen Verbesserungen ursprünglich, um seine Intelligenz zu steigern. Während einer schiefgelaufenen Mission mit Lando wurde Lobot jedoch verletzt und verlor die Aspekte seines Verstandes, die ihn menschlich machten. Jetzt ist er im Wesentlichen ein Computer, der einen menschlichen Körper steuert. Seine einzigartige Kybernetik ermöglicht es ihm, eine direkte Verbindung mit dem Computersystem von Cloud City herzustellen. Hollis spielte in mehreren anderen populären Filmen mit, darunter die meisten Superman-Filme von Christopher Reeves, Flash Gordon und James Bond 007 in tödlicher Mission. Nach einer 40-jährigen Schauspielkarriere verstarb Hollis 2005 im Alter von 77 Jahren. In Eine neue Hoffnung gehörte Jack Porkins während des Angriffs auf den Todesstern zu Lukes rotem Geschwader. Er flog als Red Six und leider konnte er nicht viel zum Kampf beitragen. Sein Schiff hatte zu Beginn des Kampfes eine Fehlfunktion und da er nicht manövrieren konnte, wurde er schnell von den imperialen Truppen abgeschossen. Neben seiner Rolle als Porkins in Eine neue Hoffnung hatte William Hodkins auch Rollen in Filmen wie Flash Gordon, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes und Superman 4, Die Welt am Abgrund. Außerhalb von Star Wars war seine wohl bekannteste Rolle in Batman von 1989, wo er den korrupten Gotham-Police-Leutnant Max Eckhart spielte. Er war auch ein produktiver Synchronsprecher, der seine Stimme häufig für Hörspiele und Hörbücher lieh. Hodkins starb im Jahr 2005 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er wurde 57 Jahre alt. Alex MacCrindle spielte eine sehr kleine Rolle in Eine neue Hoffnung, aber er war der erste Schauspieler, der eines der berühmtesten Zitate aus Star Wars sprach. MacCrindle spielte General Dodonna, der den Rebellen ihren Angriffsplan erklärt, als sich der Todesstern nähert. Nachdem er erklärt hat, dass die einzige Schwachstelle des Todessterns eine winzige Auslassöffnung ist, äußern sich einige der Rebellenpiloten besorgt. Luke Skywalker spricht davon, dass das Ziel nicht unmöglich ist, woraufhin Dodonna diesen Satz sagt: "Then man your ships.
And may the Force be with you. Das Zitat wird oft fälschlicherweise Obi-Wan Kenobi zugeschrieben, der diesen Satz in Eine neue Hoffnung eigentlich nie sagt. Alex MacRindle war mehr für das Fernsehen als für den Film bekannt und Eine neue Hoffnung ist einer der wenigen großen Filme, die ihm zugeschrieben werden. Er starb 1990 im Alter von 78 Jahren. Jack Purvis war einer der bekanntesten Kleindarsteller Hollywoods und so ist es nicht verwunderlich, dass George Lucas ihn in seiner ursprünglichen Trilogie in bedeutenderen Alien-Rollen besetzte. Purvis spielte in den drei Original-Star-Wars-Filmen sogar drei verschiedene Figuren. Er spielte den Ober-Jawa in Eine neue Hoffnung, den Anführer der Argnaut in Das Imperium schlägt zurück und Thibaut den Ewok in Die Rückkehr der Jedi. In der Unterhaltungsszene war er kein Unbekannter, da Purvis mit seinem Star-Wars-Kollegen Kenny Baker in einer Musikgruppe auf Tournee war. Das Duo war mit seiner Musical-Comedy-Show in vielen Bars und Clubs unterwegs. Purvis spielte auch in mehreren anderen denkwürdigen Filmen mit, vor allem in den 1980er Jahren, Time Bandits, Willow, Brazil und Die Reise ins Labyrinth. Purvis starb 1997 im Alter von 60 Jahren. Larry Ward ist vielleicht nicht der berühmteste Star-Wars-Darsteller mit nur zwei Filmen, Eine neue Hoffnung und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber er lieh seine Stimme zwei der denkwürdigsten Bösewichte von Star Wars. Im Originalfilm spielte er die Stimme des berüchtigten Kopfgeldjägers Greedo. Und in Die Rückkehr der Jedi-Ritter sprach er den Dialog von Jabba dem Hutten, dem Lieblingsgangster im Weltraum. Noch wichtiger als dem riesigen Schluckspecht seine Stimme zu geben, war die Entwicklung der gesamten Sprache, die er sprach. Der Grundstein für das Huttendeutsch wurde von Sounddesigner Ben Burtt gelegt. Er stützte die Sprache auf Quechua, die Sprache einer Gruppe von Ureinwohnern Perus. Burtt spielte Ward Quechua Aufnahmen vor und forderte den Schauspieler dann auf, Dialoge zu improvisieren, die sich so anhörten. Ward verstarb im Jahr 2007 im Alter von 63 Jahren. Andrew Jack hat auf vielfältige Weise zum Star-Wars-Franchise beigetragen. Fans kennen ihn vielleicht als Calluan Ammet, einen Major der Widerstandsstreitkräfte in The Force Awakens und einen General in The Last Jedi. Er war auch die Stimme von Moloch in Solo, A Star Wars Story. Seinen eigentlichen Beitrag zu Star Wars leistete Jack jedoch als Dialektcoach. Jack hat vielen Schauspielern in den späteren Star Wars Filmen geholfen, ihre Akzente zu perfektionieren. Wie TMZ bemerkte, ist es sehr wahrscheinlich, dass Jack John Boyega beigebracht hat, wie er seinen britischen Akzent für die Rolle des Finn verbergen kann. Er half den Schauspielern auch dabei, fiktive Sprachen zu sprechen. Der ursprüngliche Solo-Regisseur Christopher Miller erklärte, wir baten ihn, Alden Ehrenreich Shirewook sprechen zu lehren. Ich werde mich immer daran erinnern, wie sie sich gegenseitig googelnd anbrüllten. Yeah, I speak a little now, just listen. Außerhalb des Star Wars Franchise arbeitete Jack an Akzenten in einigen der größten Filme, die jemals gedreht wurden, darunter die Avengers Franchise und die Herr der Ringe Reihe. Im März 2020 verstarb Andrew Jack an den Komplikationen, die durch Covid-19 verursacht wurden. Richard LePermentier spielte Admiral Motti, den Mann, der es wagte, sich während eines Treffens zwischen mehreren imperialen Offizieren in Eine neue Hoffnung über Vaders Machtpraktiken lustig zu machen. Zuversichtlich, dass der Todesstern die Rebellen aus den Geschichtsbüchern tilgen wird, weist Motti Vader zurück, als der Sith Lord die Macht des Todessterns mit der der Macht vergleicht, was nicht gut ist. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes. Das veranlasst Vader dazu, die Technik des Machtwürgens zu demonstrieren. Später lenkt Motti den Todesstern nach Alderaan und führt imperiale Agenten an, um ihn zu sprengen. LePermentier genoss die Rolle und bezeichnete Motti einmal stolz als den einzigen imperialen Offizier, der sich jemals gegen Darth Vader gestellt hat. Der Schauspieler gründete sogar eine inzwischen nicht mehr existierende Motti-Fanseite und stellte die Figur 2012 in einem Xbox-Werbespot dar, in dem seine berühmteste Szene nachgestellt wurde. Wäre der 66-Jährige nicht 2013 verstorben, hätten er und andere Star-Wars-Darsteller ihre Rollen in Motti Now noch einmal gespielt. Einem Fanprojekt von LePermentier, das verschiedene Varianten durchlief, darunter auch ein Comicbuch. Die Dinge wären für das Imperium vielleicht besser gelaufen, wenn General Taggy an der Überwachung des Todessterns beteiligt gewesen wäre und nicht Darth Vader und Grand Moff Tarkin. Der von Don Henderson gespielte Taggy ist in der Szene zu sehen, in der Vader Motti erwürgt und seine imperialen Offizierskollegen ermahnt, den Diebstahl der Pläne des Todessterns durch die Rebellen ernst zu nehmen. Taggy äußert sich auch bestürzt, als Tarkin die Auflösung des imperialen Senats verkündet, aber weder Motti noch Tarkin schenken der geballten Portion gesunden Menschenverstand,
die Taggy ihnen entgegenschleudert, viel Beachtung. Star Wars verschaffte Henderson zwar Anerkennung außerhalb Großbritanniens, aber Henderson selbst gab gegenüber Star Wars The Official Magazine zu, dass ihm seine Beteiligung an dem Film entfallen war, bis er ihn mit seinem Sohn im Kino sah. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, eine gesunde Schauspielkarriere zu verfolgen, die fast 3 Jahrzehnte andauerte. In Großbritannien erlangte er vor allem durch die Darstellung des schrulligen Gesetzeshüters George Balman in The XYY-Man Anerkennung und Aufmerksamkeit. Zu seiner Karriere gehörte auch eine bemerkenswerte Rolle in Doctor Who. Henderson starb am 22. Juni 1997, nur wenige Monate, nachdem seine Figur in der Special Edition Version von Eine neue Hoffnung in die Kinos kam. Obwohl er keine Hauptfigur ist, werden Sie sich wahrscheinlich an Eddie Byrnes Commander Willard erinnern, das erste Mitglied der Rebellion, mit dem Leia auf Yavin 4 interagiert, als sie schließlich dort ankommt. Obwohl Willard nur eine kleine Rolle spielt, tut er etwas ziemlich Wichtiges in dem Film. Er lässt die Pläne des Todessterns aus R2-D2 herausholen, damit die Rebellen herausfinden können, wie sie die mondförmige Station angreifen können. Byrne war kein Fremder für zwei der profiliertesten Schauspieler in Eine neue Hoffnung. In Insel des Schreckens von 1966 sucht Byrne in der Rolle des Dr. Reginald Landers Hilfe bei dem Pathologen Brian Stanley, der von dem Grand Moff Tarkin-Darsteller Peter Cushing gespielt wird. Und in dem 1959 gedrehten Film Der Sündenbock spielt Byrne einen freundlichen Barkeeper, der der Figur von Sir Alec Guinness hilft, sein körperliches Double, ebenfalls gespielt von Guinness, besser kennenzulernen. Leider endeten die Chancen, dass die drei Schauspieler noch einmal gemeinsam in einem Film auftraten, als Eddie Byrne am 21. August 1981 verstarb. Da viele Figuren in Star Wars Rüstungen tragen oder Außerirdische sind, gibt es viele Schauspieler aus der Saga, deren Gesichter man nie sieht. Das ist der Fall bei Des Webb, der den Wampa spielt, dem Luke und seinen Tauten auf Hoth begegnen. Webb selbst ist zwar nicht zu sehen, da er in einem großen, haarigen Kostüm steckt, aber Fans der unveränderten Originaltrilogie werden sich vielleicht daran erinnern, dass der Wampa von 1997 nicht so oft auf dem Bildschirm zu sehen war. Das lag an Webbs Kostüm, das für den Schauspieler einfach zu unhandlich war, um alle Kunststücke des Wampa zu vollbringen. In der Special Edition Version von Empire wurden weitere Wampa-Filme gezeigt und Howie Weed schlüpfte in ein neues Kostüm. Webbs schauspielerische Rollen waren rar und unauffällig. Interessanterweise hat der letzte Film, in dem er zu sehen ist, Starcracks, die irre Bruchlandung der Außerirdischen, ein Intro, das die Szene in Eine neue Hoffnung nachahmt, in der Darth Vaders Sternenzerstörer zum ersten Mal auftaucht. Webb starb am 21. Mai 2002, 5 Tage nach dem US-Start von Angriff der Klonkrieger. Der Mann in der ramponierten Mandalorianer-Rüstung, sowohl in Empire als auch in Return of the Jedi, ist Jeremy Bullock. Wie Bullock gegenüber Sci-Fi Central erklärte, jonglierte er seine Drehtage als Boba Fett mit seinem Abendjob als Theaterschauspieler. Der volle Terminkalender hat seine Begeisterung für die Rolle nicht beeinträchtigt, obwohl er gegenüber StarWars.com zugab, dass das Kostüm nicht gerade das gemütlichste war. Dass Bullock der originale Boba Fett ist, ist den Star Wars-Gläubigen bekannt, aber vielleicht nicht so bekannt ist die Tatsache, dass Bullock in Die Rache der Sith unmaskiert als Captain Colton auftritt, der einige Helden nach Coruscant bringt, um herauszufinden, warum die Klontruppen Jedi töten. Er ist auch der Lakai des Imperiums, Leutnant Shackle, der Leia angreift, als sie Luke warnt, dass Vader den jungen Jedi erwartet hat. Bullock trat in mehreren Spielfilmen und in späteren Fanfilmen in Rollen auf, die eine Hommage an seine ikonische Figur darstellten. Er verstarb am 17. Dezember 2020 an den Folgen der Parkinson-Krankheit. Der irische Schauspieler Ray Stevenson wagte sich erstmals in Star Wars Rebels als Stimme des Mandalorianers Gar Saxon, dem Anführer der mandalorianischen Superkommandos, in eine weit, weit entfernte Galaxie. Später übernahm er die Rolle erneut in der Zeichentrickserie Star Wars The Clone Wars. Marvel-Fans kennen ihn vielleicht als Frank Castle in Punisher, Warzone oder als Falstaff aus dem MCU. Seine Rollen erstreckten sich auch auf andere beliebte Serien, sowohl auf dem großen als auch auf dem kleinen Bildschirm wie Dexter, die Bestimmungsfilmreihe und Vikings. Stevensons Wiedereinstieg in das Star Wars-Franchise erfolgte posthum. Er verstarb am 21. Mai 2023, nur 3 Monate vor der Premiere von Ahsoka, in der er den geheimnisvollen Baelen Skoll spielt. Stevenson ist zwar nicht mehr am Leben, um die Reaktion der Fans auf Ahsoka zu erleben, aber er hat seine Freude über die Teilnahme zum Ausdruck gebracht und gegenüber Screen Rant Plus erklärt, er halte die Serie für mit Feenstaub bestreut.